Hallo und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag Nummer 20. Wenn du das hier siehst, ist morgen schon Jul und deswegen habe ich heute dann vor, den Altar hinter mir zu schmücken. Der ist jetzt schon komplett blank, wie man jetzt sieht. Und ich werde ihn dann jetzt weihnachtlich bzw. julmäßig dekorieren. Weil ich feiere ja nicht Weihnachten, sondern ja Jul. Gestern war ja der Weihnachtsbaum dran, beziehungsweise Tannenbaum, Christbaum, wie auch immer man sagen möchte. Ich hoffe, das Licht reicht so aus mit einer Softbox. Eine Seite, diese hier, ist jetzt natürlich ein bisschen weniger beleuchtet. Aber ich hoffe, das reicht so aus. Dann sieht man auch mal ein bisschen, dass im Hintergrund die Kerzen leuchten. Weil mit zwei Softboxen sah man das eher nicht. Ja, und vor mir flackert auch noch still vergnügt der Tannenbaum vor sich her. Also ja, ich habe selbst schon mal einen guten Ausblick. Ich hoffe, du hast an dieser Stelle auch einen guten Ausblick. Ich wünsche dir viel Spaß mit meinem Deko-Video. Als erstes habe ich mal wieder, wie immer, mein Julbild aufgehangen. Weil du weißt ja, ich habe selbstgemachte Altarbilder gemalt für jedes Jahreskreisfest. Und diesmal ist Jul dran. Und jetzt stelle ich auch mal was hin, was ich jetzt schon Jahre nicht mehr hingestellt habe. Das möchte ich mit Christbaumkugeln schmücken. Ja, das ist halt, ja, das sind Zweige, Reisig, ich weiß nicht genau, was es ist, eine Art Rute. Und den stelle ich hier hin und da kommen dann Kugeln dran. Inwieweit das klappt, weiß ich noch nicht. Ich werde es jetzt sehen. Auf jeden Fall dachte ich mal, das wäre eine andere Idee als sonst. Ich hatte auch noch vor, Ilex, also Stechpalme, zu pflücken an meinem Kraftort. Aber da waren wir jetzt die Tage noch nicht. Also wird das vielleicht morgen oder übermorgen an Jul noch folgen, dass ich hier auch noch Ilex-Stechpalmen stehen habe. So, mal gucken, wie das hier mit den Kugeln funktioniert. Ja, okay, kann man dranhängen. Ist zwar jetzt nicht wirklich ein Weihnachtsbaum oder so, aber irgendwie finde ich die Idee jetzt ganz cool, weil ich das so noch nicht gemacht habe. Ich habe jetzt nur die ganze Zeit bei der Kerze Angst, dass ich, wenn ich da in die Nähe komme bei der roten Kerze, dass ich mir irgendwie die Haare anflimmen könnte. Ich melde mich jetzt gleich wieder und dann sehen wir mein Endergebnis von diesem, ja, von diesem Reisig oder ja, von dieser Route. Das ist jetzt zumindest etwas, was ich so noch nie gemacht habe. Und man kann natürlich nicht alle Christbaumkugeln an unterschiedlichen Stellen hängen, so wie an einem Baum, weil die Zweige ja recht gerade sind und da auch nicht so viele Abzweigungen da sind. Deswegen sind jetzt manche Kugeln an einer Stelle so gehäuft. Zwei Kugeln sind mir jetzt leider auch hinter den Altar gefallen. Dann muss ich irgendwann die wieder da hervorholen, wenn ich mal wieder den Altar nach vorne ziehen muss. Und dann fahre ich jetzt einfach fort und stelle so ein bisschen paar kleine Sachen hin, die ich eigentlich fast immer nutze. Wahrscheinlich kennst du diesen kleinen Mann hier noch. Den hatte ich ja vor 2 Jahren, glaube ich, gekauft. Oder war es letztes Jahr? Der kommt auch wieder hier hin. Und zwar stelle ich den dieses Jahr aber mal hier hin. Auch wenn es ein Räuchermännchen ist, aber leider kann ich den nie wirklich mit Räucherkegel nutzen, weil sobald ich den zumache, ist der Räucherkegel aus. Vielleicht hast du da irgendeinen Tipp, wie ich das lösen kann. Leider kann ich ihn nicht nutzen, obwohl ich so viele gut duftende Räucherkegel habe. Was ich auch jedes Jahr wieder nutze und auch dieses hier, ist dieser Stern. Und zwar hänge ich den, wie immer, hier oben, das sieht man wahrscheinlich nicht mehr im Bild, an mein Gottesbild, was ich selbst gemalt habe, weil ja dieser wiedergeboren wird. So, da hängt jetzt der Stern. Da sieht man auch noch mal ein bisschen die Zweige. So, wieder zurückschwenken. Was ich auch schon länger benutze und sicher auch wieder erkennst, ist dieses Holzteelichthalterchen mit dem süßen Hirsch. Ich finde einfach passender zu Jul geht's einfach nicht. Dann nehme ich einfach die rote Kerze hier, die ich schon habe. Dann bleibe ich bei dem Thema Kerzen und verwende meine 3 Teelichthalter in lila mit dem Sternmuster und einmal mit so einem, ja, französischen Muster oder wie kann man es nennen? Ist halt so ein florales Muster. Und da drin ist eine Walnuss. Ist natürlich auch typisch Weihnachten, Jul, wie auch immer. Die lege ich hier zu. Lillebror wird die sich wahrscheinlich eh schnappen, so wie ich ihn kenne. Dann habe ich noch 2 Paar Lichterketten, die jetzt natürlich hier als 2 nicht erkennbar sind. Aber die kommen auch noch dazu. Und die drapiere ich um meine Statue, so dass wir halt möglichst überall
ein bisschen... Nein! Okay, typisch ich. Konnte ja nicht anders sein. Ich hoffe, es geht trotzdem noch. Meine Kamera hat mal wieder aufgegeben und ich hoffe, das hält jetzt so. Nein, es hält nicht. Ja, also ich war dabei, die Ansata-Tarotkarten zu platzieren und zu erzählen, welche ich platzieren werde. Also den Teufel habe ich ja schon platziert. Ich hoffe, meine Kamera hat alles aufgenommen, wie ich aufgenommen habe. Also soweit, dass wieder keine Datei fehlt oder kaputt ist. Die Kamera will halt mal wieder nicht funktionieren, deswegen jetzt wieder das Handy. Und als nächstes möchte ich den Stern von dem Ansata Tarot Deck platzieren, weil Jul die längste Nacht des Jahres ist und da finde ich, ist der Stern wirklich sehr passend und den werde ich genauso auf die gleiche Stelle bzw. auf die gleiche Seite legen, wie auch den Stern, den ich eben hingehangen habe, und zwar hier auf der Seite, weil die rechte Seite ist dem Gott zugewandt bzw. gewidmet. Und als nächstes möchte ich die Karte Sonne auch platzieren, weil nämlich von Jul an bzw. danach die Sonne wird wiedergeboren, das Licht wird wiedergeboren und die Nächte werden danach wieder kürzer und die Tage länger und das soll die Sonne repräsentieren. Deswegen werde ich die auch noch platzieren. Und die stelle ich, hier kommt es zum Kelch, die Sonne. So habe ich diesmal 3 Karten platziert statt 2. Ja, und somit bin ich dann auch damit durch, was ich alles platzieren wollte. Es ist ziemlich viel los, ziemlich viel Licht, aber das Licht wird ja auch wiedergeboren an Jul. Und ich denke mal, das repräsentiert mein Altar jetzt ziemlich gut. Ja, und jetzt siehst du mich auch mal wieder, weil ich war ja die ganze Zeit jetzt im Hintergrund verschwunden oder war nur immer mitten im Bild oder an der Seite, weil ich ja hier alles dekoriert habe und ich hoffe, es hat jetzt wirklich alles aufgenommen, was ich aufgenommen habe. Und wenn nicht, tut es mir wirklich leid, aber irgendwie meine Technik spinnt immer mehr. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe meine Speicherkarte extra vorher geleert, damit ich ganz viel filmen kann, aber trotzdem hat's nicht gereicht. Also, ja, irgendwie hat meine Kamera keinen Bock mehr auf Vlogmas, aber es ist ja bald vorbei. Aber es hat mir echt viel Spaß gemacht und ich hoffe, du findest den Altar auch so schön, wie ich ihn finde. Also ist wieder was ganz anderes als die letzten Jahre. Und du siehst ja, wie mein Altar sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert, über die Jahre auch hinweg, wie unterschiedlich er an ein und demselben Jahreskreis fest aussehen kann. Ja, und das habe ich hiermit dann auch wieder bewiesen. Ich hoffe, du hast morgen ein schönes Jul. Für mich ist ja übermorgen erst Jul, aber für dich ja schon morgen, wenn du das siehst. Ja, ich wünsche dir ein schönes Jul. Wir werden uns sicherlich am Jul nochmal wiedersehen, wenn ich es schaffe, da auch nochmal zu filmen. Ich hoffe, da ist meine Kameraproblematik dann auch schon besser geworden. Ich kann es mir einfach aktuell nicht erklären, obwohl ziemlich viel Speicherplatz auf der SD-Karte meiner Kamera ist. Ja, genug technisches Problemgeschwafel. Ich verabschiede mich dann auch so langsam wieder, wünsche dir eine wundervolle Zeit. Hoffentlich hattest du Spaß beim Zusehen. Und ja, dann bis hoffentlich morgen. Tschüss!